Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Video zum Thema Amazon FBA und zwar wird es heute mal etwas rechtlicher, denn wir reden über das Thema Rechtstexte. So, das klingt jetzt erstmal ziemlich uninteressant, ist aber tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn ihr online verkauft, also nicht nur auf Amazon, sondern auch in einem Online-Shop beispielsweise, denn da braucht es einfach pflichtmäßig nach deutscher Gesetzgebung einige Erklärungen, einige Texte, die ihr auf eurer Webseite bzw. in eurem Amazon-Händlerkonto hinterlegt haben müsst, damit ihr nicht irgendwelche Abmahnungen bekommt, weil ihr eure Kunden oder eure Interessenten, Leute, die irgendwie auf eurem Shop unterwegs sind, nicht ordentlich aufklärt über gewisse Inhalte. Und das ist ein Thema, was wie gesagt oft vergessen wird, aber wenn man es einmal macht und wenn man weiß, dass man es machen muss, dann ist es eigentlich ein relativ unproblematisches Thema, weil man sich einmal drum kümmert, dann stehen die Texte und dann passt das erstmal. Die muss man dann vielleicht nochmal umändern, wenn man irgendwie seine Firma umfirmiert oder wenn man seine Adresse wechselt oder wenn noch ein Gesellschafter mit reinkommt oder sowas, aber im Normalfall macht ihr das einmal und dann steht das erstmal sicher da. Ich möchte auch gar nicht lange nur den heißen Brei rumreden, sondern euch einfach kurz sagen, auf was ihr achten müsst. Also wenn ihr einen Shop auf Amazon eröffnet, braucht ihr grundlegend erstmal vier Arten von Rechtstexten. Das ist einmal ein Impressum, ihr braucht eine Widerrufsbelehrung, ihr braucht eine Datenschutzrichtlinie und allgemeine Geschäftsbedingungen, kurz AGB. So, diese vier Texte müsst ihr einmal formulieren und in die dementsprechenden Felder einfügen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wo bekomme ich die Texte her? Also ich meine, niemand von uns kann aus dem Stegreif diese Erklärungen schreiben. Da gibt es tatsächlich einen super guten und sogar kostenlosen Service von Trusted Shops. Also ihr kennt ja wahrscheinlich dieses Trusted Shops Siegel, was bei vielen Online-Shops unten verbaut ist, einfach als ja, als Sicherheit für den Käufer, dass das ein legiter Shop ist. Und die haben die Möglichkeit bzw. ein Tool, worüber ihr euch für euren Amazon-Shop genau diese vier Texte, die ich gerade angesprochen habe, erstellen lassen könnt. Und das ist tatsächlich sehr intuitiv gestaltet. Also ihr müsst nichts weiter machen, als euch ein Kundenkonto dort anlegen, dementsprechend mit E-Mail-Adresse und Passwort. Das heißt, das Einzige, was ihr denen gibt, ist halt die E-Mail-Adresse, aber dafür ist der Rest komplett kostenlos. Das ist ziemlich cool. Und dann gibt es in eurem Kundenkonto Konfiguratoren für Impressum, AGB, Datenschutz und Widerrufsbelehrung. Ich verlinke euch das unten einmal in der Beschreibung. Ich werde mit euch den Konfigurator jetzt nicht durchgehen, denn dann würde ich euch so ein Stück weit für euer Unternehmen, ja, Rechtshilfe geben, also euch eine Anleitung in einem rechtlichen Thema geben. Das möchte ich ungern, weil ja, das darf ich einfach nicht, weil ich habe nichts in dem Bereich gemacht. Das heißt, ihr müsst euch selbst durch den Konfigurator durchklicken, aber viele von den Dingen sind sehr, sehr selbsterklärend. Ein, zwei Sachen muss man vielleicht nochmal nachgoogeln, aber wie gesagt, wenn ihr diese vier Texte einmal durchkonfiguriert habt, das ist vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden, die ihr euch mal Zeit nehmt, die dann in das Händlerkonto einpflegen und dann seid ihr rechtlich eigentlich erstmal safe. So, wo fügt man das Ganze dann ein? In der Seller Central, also wenn ihr schon einen Account bei Amazon habt und jetzt anfangen wollt zu verkaufen, dann müsst ihr einmal auf Einstellungen und Ihre Informationen und Richtlinien. Da klickt ihr einmal drauf und dann seht ihr hier schon, habt ihr hier Impressum und Info zum Verkäufer, da kommt euer Impressum rein, hier habt ihr Widerrufsrecht. Hier habt ihr Datenschutzrichtlinie, da kommen dann dementsprechend Widerrufsrecht und Datenschutzrichtlinie rein. Und dann AGB gibt es nicht als Feld, da legt ihr dann eine benutzerdefinierte Hilfeseite an. Also die könnt ihr dann hier nennen, genau, allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen. Das wird mir schon vorgeschlagen, weil ich das natürlich für mein anderes Konto auch eingefügt habe. Und dann kommt hier euer Impressum rein, ganz analog. Hier habe ich Impressum gesagt, eure allgemeinen Geschäftsbedingungen meine ich. Ganz analog, wenn ihr hier auf Impressum klickt, öffnet sich dieses Impressumsfeld, da kommt euer Impressum rein, hier die beiden Sachen klickt ihr noch an und klickt auf Speichern. Dann ganz analog auch das Widerrufsrecht, hier kommen die Informationen zum Widerrufsrecht rein, ein Rücksendeetikett müsst ihr nicht hinterlegen, sofern ihr über FBA verkauft, wird das sowieso alles über Amazon geregelt und dann ganz gleich auch die Datenschutzrichtlinie, die erstellt ihr euch auch dann hier über Trusted Shops und fügt die hier ein. So, das sind die vier Texte, das sind die vier Felder, wo es rein muss und das ist es eigentlich schon. Also da wirklich einfach nur möchte ich euch anhalten, euch einmal drum zu kümmern.
Es kann sein, dass es am Anfang vielleicht ein klein bisschen kompliziert ist, dass man noch mal ein paar Sachen nachgoogeln muss, aber wie gesagt, nehmt euch die Zeit, investiert sie, denn es gibt nichts Schlimmeres, als einen Online-Shop zu betreiben ohne Impressum oder ohne Datenschutzrichtlinie. Es gibt ganze Firmen, die sich nur darauf spezialisieren, Leute abzumahnen, die keine Rechtstexte haben, die sich dann irgendwie automatisiert eine Software bauen, die dann nach Shops im Internet sucht, die eben kein Impressum haben, keine Datenschutzrichtlinie etc. Deswegen. Ja, das Risiko muss man einfach nicht eingehen. Also macht das. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Wie gesagt, die Methode ist komplett kostenlos. Das Einzige, was ihr Trusted Shops gebt, ist eure E-Mail-Adresse. Und das war's. So, wenn euch das Video gefallen hat und geholfen hat vor allem, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Das freut mich. Dann weiß ich, dass ich eine gute Arbeit mache. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und von mir und meiner Reise mit dem Thema Amazon FBA, dann abonniert doch den Kanal. Auf Instagram könnt ihr mich gerne auch besuchen, wenn ihr noch genauere Fragen habt zu irgendwelchen Themen. Wie gesagt, rechtliche Auskunft kann ich nicht in vollem Umfang geben. Aber wenn es zu anderen Themen im Bereich Amazon FBA ist, dann gerne. Dann schreibt mir auf Instagram. Da bin ich eigentlich am besten zu erreichen. Wie gesagt, mittlerweile haben mir echt, ich glaube, 15, 20 Leute geschrieben mit irgendwelchen Fragen zum Thema Amazon FBA. Das freut mich sehr, dass ihr mir das Ganze anvertraut und ich will mich allgemein nochmal bedanken für den Support von eurer Seite, für die netten Kommentare immer. Also es macht mir wirklich Spaß, auch wenn wir natürlich noch ein sehr kleiner Kanal sind, aber ich merke, dass die Community, die sich hier langsam bildet, einfach eine echt coole ist und eine sehr wertschätzende. Deswegen, das finde ich echt klasse und ich hoffe, wir werden ein geiles 2019 zusammen haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao!